Hey Leute, ich bin's Fritz und heute steht 24 Stunden Bushcraft auf dem Plan. Natürlich auch mit der Übernachtung. Ich möchte allerdings in den Bereichen Shelterbau, Feuer entfachen, Crafting und eventuell auch pflanzliche Notnahrung einfach mal neue Sachen ausprobieren. Und ich nehme euch wieder mit, also viel Spaß mit diesem kleinen Abenteuer. Viele Leute wissen es aus meinen Streams oder vom Live-Kanal, dass ich diese ganzen 24 Stunden Overnighter mittlerweile doch recht langweilig finde, weil alle irgendwie immer nur noch das Gleiche machen. Und genau deswegen liegt der Fokus hier ganz klar auf dem Thema Crafting und dem Trainieren ganz neuer Techniken. Als allererstes steht eine Gewässerüberquerung an, denn ich möchte dort drüben auf die andere Seite auf eine schöne Insel. Ich nutze mein T-Shirt jetzt hier einfach als kleinen Sack für die Kleidung und die Schuhe. Ich möchte heute mal einen kleinen Shelter mit einem Poncho bauen. Habe dazu noch ein wenig Paracord dabei zum Abspannen und Werkzeug, eine Säge, ein Messer und meine Axt. Ja, klassischer Poncho, wie wir ihn alle kennen, kann man ihn an den Seiten zumachen mit Kapuze. Und heute gucken wir mal, ob wir da ja, ein schönes Lager draus bauen können. So ein Poncho ist ja deutlich kleiner als ein Tarp, deswegen habe ich jetzt hier so eine Rückwand gebaut, um möglichst viel Fläche ja, vom Poncho für das Dach dann auch verwenden zu können. Ein kleines Problem haben wir noch, das Ganze ist extrem instabil, deswegen müssen wir hier noch ein bisschen was dazu bauen. So, jetzt testen wir doch mal, wie groß das Ganze überhaupt ist. Also ich kann entspannt ausgestreckt liegen, meine Arme oben noch verschränken. Richtig, richtig gut. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen, aber reicht mir noch nicht. Oh, perfekt. Ey, ohne Scheiß, das Ding hat genau die richtige Größe. Ich kann hier aufrecht drin hocken. Einfach nur geil. Ich habe vor allem die BW Falt mal wieder ausgepackt, weil man die auch ganz cool einfach als Sitzpolster irgendwo nutzen kann. So, später packe ich die natürlich noch unter den Biwaksack, aber jetzt für den Anfang kann ich hier nachher schon mal ein bisschen chillen. Oh, ich bin richtig happy. Ja, das hat jetzt tatsächlich ein paar Stunden gedauert, aber damit würde ich sagen, haben wir Projekt Nummer 1 abgeschlossen. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam eine neue Feuerart austesten, und zwar ein Upside-Down-Feuer.
Das Ganze wird hier aufgeschichtet bis nach oben und dann von oben aus angezündet. Und es wird auch oft dazu verwendet, um angeblich die ganze Nacht lang ein Feuer zu haben, was sich von alleine nährt. Wie lange es wirklich brennt, weiß ich nicht, aber genau deswegen testen wir das jetzt aus. Meine Idee ist, dass ich dieses Feuer aus einem kompletten Baum bauen werde. Einem Baum, der natürlich schon lange, lange tot ist und extrem durchgetrocknet ist, wie der hier im Hintergrund. Das Upside-Down-Feuer ist soweit vorbereitet. Wir werden es jetzt gleich entzünden und dann mal die Stoppuhr anschmeißen. Und zum Entzünden will ich heute mal eine ganz andere Sache ausprobieren. Und zwar habe ich hier ein Schlageisen und Feuerstein dabei. Ihr seht schon, hiermit kann man Funken erzeugen. Ja, so wurde das damals auch, glaube ich, im Mittelalter oft genutzt. Und passend dazu muss ich natürlich jetzt auch noch den Funken in ein Feuer verwandeln. Und dabei hilft mir ein getrockneter Zunderpilz. Ich werde versuchen, den Funken in den Pilz reinzusetzen, das Ganze anzupusten. Aber vorher brauchen wir dafür natürlich noch ein schönes Zundernest. Und jetzt hat man tatsächlich alle Zeit der Welt. Komm, 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 komm. So, wir haben es jetzt 16.30 Uhr. Ja, es sind gerade mal 30 Minuten oben. Man muss dazu sagen, wir haben ganz schön starken Wind. Das facht natürlich das Feuer extrem an. Ich fasse hier nichts an, lass das einfach weiter brennen. Wir beobachten das. Schauen wir mal, wie viele Stunden wir hier wirklich ein Feuer haben. Ich habe eine kleine Topfhalterung gebaut. Man könnte jetzt ganz einfach hier den Topf dran machen. Wenn man ein bisschen Bock auf Bushcraft hat, kann man sich dafür aber noch sogar ein kleines Helferlein basteln. Das habe ich vor 2-3 Tagen getan. Also machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. Das ist eine sehr schöne Technik, um so einen kleinen Haken quasi mit dem Messer reinzuschnitzen. Einfach ein X rein betonen, reinschlagen, jetzt gesehen, und dann fein nacharbeiten. Und ja, gerade so auch im Anfänger-Bushcraft-Survival-Bereich kann man das ruhig mal ein bisschen probieren und üben, weil man da auch so ein bisschen Messerfertigkeiten lernt. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier umgebaut, dass die Querstange mit Paracord ein bisschen weiter nach unten kommt. Ein Learning habe ich schon mal, und zwar mit diesem Haken hier. Tatsächlich ist der wirklich sinnvoll, um diese Querstange weit weg vom Feuer zu haben, damit die nicht anbrennt, so wie jetzt wahrscheinlich gleich. Aber dafür muss man diese Stelle hier deutlich länger lassen. Also nicht so kurz, wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern das Ganze sollte eher ungefähr die Länge haben. Ja, ihr seht, durch die runtergefallene Glut und den Wind brennt mittlerweile der ganze Haufen, und das nach gerade mal 55 Minuten. Also,
ich weiß nicht, das ist ziemlich unkontrollierbar, wenn man wach ist, dabei ist, tagsüber gar kein Problem, eigentlich eine coole Sache, aber über Nacht würde ich es, glaube ich, nicht laufen lassen. Ja, es sind auf die Minute genau 2 Stunden um. Ihr seht es, vom Haufen ist nicht mehr allzu viel übrig. Trotzdem auf jeden Fall eine sehr coole Feuerart. Die Variante funktioniert aber auf jeden Fall, können wir jetzt schon sagen, nicht über Nacht. Was man nicht vergessen darf, wir haben heute extrem viel Wind. Dann kommt hinzu, dass wir hier Kiefernholz haben, was sehr, sehr schnell wegbrennt. Im Vergleich zum Beispiel zu Eiche oder Buche. Hartholz, das brennt natürlich viel intensiver und länger. Und in dem Video, was wir damals im Stream gesehen haben, war es auch so, dass die Zwischenräume mit Erde verfüllt worden sind. Ich wollte es allerdings jetzt erstmal so basic-mäßig testen. Wenn ihr Vorschläge, Ideen, Tipps und Tricks habt zu anderen Varianten oder was man hier noch verbessern kann, damit so ein Feuer wirklich mal 8 bis 10 Stunden die ganze Nacht durchbrennt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ein paar Überreste sind noch da, leichte Glut da unten noch, eine kleine letzte Flamme lodert da. 2,5 Stunden hat das Ganze jetzt leider nur gehalten. Ich habe morgen früh auf jeden Fall noch eine Technik vor, die ich schon seit Jahren unbedingt mal ausprobieren wollte. Und ja, aktuell ist tatsächlich der beste Zeitpunkt dafür. Ich wollte schon immer mal eine Survival- und Bushcraft-Technik mit euch ausprobieren, und zwar das Birkenzapfen. Wenn im Frühjahr die Knospen kommen und die Blätter neu sprießen, dann pumpt die Birke extrem viel, ja, Grundwasser, Oberflächenwasser in den Stamm nach oben, und das können wir, ja, uns zunutze machen. Es tropft auf jeden Fall schon mal. Das heißt, ich werde jetzt als nächstes einen Becher mit Paracord darunter befestigen. Und dann stoppen wir mal ein bisschen die Zeit und gucken, wie ergiebig das Ganze ist. Eine Stunde später, wir haben ungefähr, was wird das sein, 50 Milliliter. Das heißt, wenn wir das mal hochrechnen, haben wir in 2 Stunden 100 Milliliter. Das heißt, wir haben in 20 Stunden 1 Liter. Prost, wir machen einen kleinen Geschmackstest. Hat eine leicht fruchtige Süße tatsächlich. Sehr geil. Ja, 24 Stunden sind um. Ihr habt es mitbekommen, ich habe versucht, in allen möglichen Bereichen neue Techniken auszuprobieren und zu trainieren, und habe euch dabei wieder mal mitgenommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefallen hat und ja, was es vielleicht noch so für Möglichkeiten gibt, was ich gemeinsam mit euch austesten kann. Ansonsten wie immer Daumen nach oben, Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.